So, zurück zu unserem Modell. Wir haben unser Omega, wir haben unsere Zufallsvariable. Jetzt müssen wir noch das Wahrscheinlichkeitsmaß bestimmen. Das haben wir eben gemacht, zum Teil aus Experimenten. Schätzen wir ja, die Wahrscheinlichkeit dass das nach oben zeigt, die Spitze ist 46%, also 46 Hundertstel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Reißzwecke so hinfällt, die war 54 Hundertstel. So, was ist gesucht? Gesucht ist der Erwartungswert von x. Okay, und die Rechnung ist jetzt einfach. Rechnung. Ja, was ist der Erwartungswert von x? Ja, da muss ich also zunächst für alle Elemente von Omega, das sind aber nur zwei hier, also habe ich die Wahrscheinlichkeit davon, dass die Reißzwecke so hinfällt, mal den Wert der Zufallsvariable an der Stelle. Ja, also von wie viel wir gewinnen oder verlieren dann, plus die Wahrscheinlichkeit von dem anderen Ergebnis, von dem Ereignis, was nur dieses eine Ergebnis enthält. So. Und auch das müssen wir mal nehmen, weil die Zufallsvariable, das nimmt dieses Ergebnis auf. Ja, das ist die Formel für den Erwartungswert. Ja, das ist ja, Wahrscheinlichkeit mal der Gewinn und minus die Wahrscheinlichkeit mal der Verlust. Oder? Schreiben wir es mal hin. Ja, also, das ist hier 46 Hundertstel mal, was hätte ich hier gewonnen? 1. Ja, plus 54 Hundertstel. Und was wäre dann die Auszahlung gewesen? Na, in dem Fall wäre es minus 1 gewesen. Sie erinnern sich hier, das ist meine Zufallsvariable, wenn das ist plus 1, wenn das ist minus 1. Gut, jetzt muss man das nur noch ausrechnen, alles auf einen Bruchstrich. Also alles Hundertstel. Und dann sind es hier 46 minus 54. Also. 8 Hundertstel, also 8 Cent. Ja, das Spiel ist nicht fair. Jede Runde verliert man. Manchmal gewinnt man 1 Euro, manchmal verliert man 1 Euro. Wenn man es 100 Mal spielt, dann hat man ungefähr 8 Euro verloren. Ja, zumindest wenn die Sachen so fallen, wie wir es in unserem Experiment ausprobiert haben. Also ungefähr ist es richtig. Ganz genau sind das natürlich nicht die Wahrscheinlichkeiten. Dazu hätten wir vielleicht 10.000 Reißzwecken schmeißen sollen. Dann wären die Zahlen vielleicht noch ein bisschen genauer. Gut, soviel zu diesem Beispiel.